Einen wunderschönen guten Morgen. Warum ich von Canon zu Sony gewechselt bin, darum geht's in diesem Video. Ich habe jahrelang mit dem Leica M-System gearbeitet und bin dann auf Olympus umgestiegen. Olympus, spiegellose Systemkamera, leichter, handlicher, Top-Objektive. Doch irgendwann war mir der 4-3-Sensor nicht ausreichend, denn vor allem die Low-Light-Eigenschaften des 4-3-Sensors sind nicht die besten. Und so beschloss ich, zu Vollformat zu wechseln und wen natürlich zu einer spiegellosen Systemkamera mit Vollformat und keine digitale Spiegelreflex mehr, denn das ist Technik von gestern. So wie Leica den Autofokus verschlafen hatte, haben die Top-Brands Canon und Nikon auch die Systemkameras verschlafen. Aus diesem Grund habe ich mich am Markt umgesehen und habe dann doch eine Canon gekauft, nämlich die Canon R. Ich habe die Canon ausgepackt und war begeistert. Sie hat eine Top-Haptik, sie liegt perfekt in der Hand mit dem Griff. Sie ist etwas größer als vergleichbare Systemkameras von Olympus oder auch von Nikon, aber sie lag top in der Hand und ich war voll begeistert. Das Gehäuse war spritz- und staubgeschützt. Man muss sagen, das Touch-Display funktioniert hervorragend, das Display löst sehr hoch auf und auch der digitale Sucher ist einfach nur ein Traum gewesen. Gekauft habe ich die Canon mit dem 24 bis 105 und mit dem Adapter, womit man alte Canon-Objektive an die Kamera anflanschen kann und auch das funktionierte relativ gut. Und jetzt will ich euch aber die Gründe näher bringen, warum ich eigentlich aber dann doch von der Canon R zu Sony A-Serie gewechselt bin. Genauer zu Sony A7 Mark II. Einer der wesentlichen Gründe und der Hauptgrund ist eigentlich, man muss mit dem Kamerasystem, mit der Kamera, die man besitzt, zufrieden sein. Man muss eine große persönliche innere Zufriedenheit haben. Das heißt, man muss die Kamera sehr gern in die Hand nehmen, so wie man eine Partnerin auch gern in die Hand nimmt. Nur da merkt man, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Das heißt, mit einer neuen Kamera oder mit einer Kamera generell ist es eigentlich so wie mit einer Beziehung. Der zweite Grund, warum ich von Canon zu Sony gewechselt bin, ist mein spezielles fotografisches Einsatzgebiet. Ich fotografiere eben in erster Linie Landschaften. Und wenn man Landschaften fotografiert, benötigt man einen sehr großen Dynamikumfang. Dynamikumfang heißt, dass ich praktisch im Bild möglichst viele Helligkeitsunterschiede, möglichst viel Dynamik in den Helligkeiten habe. Das heißt, ich kann verschiedene Helligkeitsstufen einfach einfangen. Und hier ist es so, dass nämlich die Sony-Kameras, vor allem die Sony A-Serie, einen wesentlich besseren Dynamikumfang hat als eine Canon. Und das benötigt man, um dann im Lightroom oder auch im Lumina, Lumina 4 kommt übrigens, ein Top-Bildbearbeitungsprogramm, dann kann man aus einem Bild, aus einem Rohbild in der Nachbearbeitung noch wesentlich viel rausholen und die Fotos so richtig aufpimpen. Natürlich kommt es darauf an, auf das Einsatzgebiet, wie erwähnt. Wenn ich ein People-Fotograf bin, wenn ich Personen fotografiere, würde ich auf jeden Fall eine Canon nehmen. Die Canon-Farben sind nämlich unschlagbar. Natürliche Hauttöne. Und eines ist bei Canon auch klar, der Weißabgleich, der passt einfach immer. Auch viele Filmer, auch YouTuber verwenden Canon zum Filmen, denn Canon zeichnet die Haut nicht so scharf. Man sieht also die kleinen Fältchen oder die großen Falten nicht so sehr. Und darum, auch wenn man vor allem eine Frau ist, sollte man mit Canon doch filmen. Aber wie gesagt, in der Landschaftsfotografie bevorzuge ich eben die Sony und das ist einer der Hauptgründe meines Wechsels zu diesem neuen Brand.
Der dritte Grund meines Wechsels von Canon zu Sony ist die höhere Auflösung. Während die Sony 42 Millionen Pixel auflöst, löst die Canon nur 30 Millionen Pixel auf. Ich habe zwar in meinem Review zur Canon eher festgestellt, dass 30 Millionen ideal ist, aber nicht unbedingt für die Landschaftsfotografie. Denn gerade in der Landschaftsfotografie will ich oft croppen, das heißt, ich will einen Detailausschnitt machen und da kommt mir natürlich die größere Pixelzahl sehr entgegen, denn ich kann dann diesen Bildausschnitt wählen, den ich eigentlich wirklich will, den ich beim Composing vielleicht nicht so gesehen habe und es bleibt eigentlich noch relativ viel Qualität an die über 20 Millionen Pixel erhalten. Der vierte Punkt, warum ich mich für Sony entschieden habe, ist auch die Größe der Kamera. Denn eines ist klar, die kleine Kamera, die nimmt man immer mit und bevorzugt mit. Das ist auch der Grund dafür, warum eigentlich die Handyfotografie so boomt. Und man darf nicht vergessen, die beste Kamera ist sowieso immer diejenige, die man mit sich führt. Der fünfte Punkt, warum ich mich für Sony entschieden habe, ist die größere Anzahl an nativen Objektiven. Sony ist seit rund 5 Jahren auf dem Markt und es gibt eine Vielzahl von Objektiven. Da gibt es die Sony-Objektive aus der G-Serie, die G-Master und eine Reihe von Fremdherstellern wie Sigma, Tamron, Samyang. Also wirklich, die Objektivpalette ist sehr, sehr groß, sowohl von Originalen als auch von Fremdherstellern. Bei Canon gibt es beispielsweise erst einige native Objektive, den Rest muss ich mit Adapter anflanschen. Aber irgendwie hat man bei einem Adapter so eine Krüppellösung. Gut wäre es eben, wenn man für jedes Objektiv einen Adapter hätte, aber das ist einfach zu teuer. Also summa summarum sind das die Gründe, warum ich zu Sony gewechselt bin. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Ihr seid das beste Publikum, das man sich vorstellen kann und ich wünsche euch auf diesem Wege gut Licht, ein schönes Wochenende. Ciao, bis zum nächsten Mal.